Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Ja, in der letzten Folge waren wir so weit gewesen, dass wir in Rafalaya Bait dabei geholfen haben, Zig zu besiegen. Und eigentlich müssen wir jetzt noch da hinten irgendwie Richtung Leuchtturm kommen. Aber dazu müssen wir jetzt in dieser Folge erst einmal mit Bait und Chardis quatschen. In der Hoffnung, dass sie uns natürlich dann endlich Zutritt zum Leuchtturm gewähren. Was wir natürlich doch hoffen, dass das auch passiert. So, hey ihr beiden, ne? Und ihr beiden, hä? Das ist ja was kuschig. Wie konnte ich mit so einem Körper nur verlieren? Aber ich werde es tragen, mein Mann. Das ist schön, dass du es hast. Da, Chardis, geht's dir auch gut? Danke. Bait und ich werden sicher großartig miteinander auskommen. Na, das ist doch schön. Aber sie ist ganz schön mitgenommen aus, Freundchen. Oh, hallo. Vielen Dank für alles. Diese Verletzungen? Ich bin das Kämpfen nicht gewohnt. Deswegen... das tut halt weh. Autsch. Ich werde wohl eine Zeit lang nicht zum Leuchtturm gehen. Oh nein. Das geht doch nicht. Aber wenn ihr es wirklich eilig habt, ich sollte das nicht tun. Ihr gehört ja nicht der Gilde an, aber... Ich frage mich, ob ihr uns nicht helfen wollt, den Leuchtturm zu reparieren. Hier, nehmt das. Das Gildenzeichen erhalten. Hey, jetzt sind wir Mitglied der Gilde, oder wie? Hiermit könnt ihr zum Leuchtturm gelangen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Schiff zurückkommt, wenn der Leuchtturm repariert ist, aber ein Versuch kann nicht schaden, oder? Nö, da habt ihr recht. So. Oh, die Ausrüstung, die ich benutzt habe, ist da drüben. Ist nicht gerade viel, aber es gibt eine Besonderheit dabei. Yay. Danke. Bitte nicht, komm. Ich erhalte den Flammsäbel und das Crab Cape. Warum aber Crab Cape? So. Der Flammensäbel, der sollte... Ah, guck mal. Sehr schön. Und das Crab Cape, das wird wahrscheinlich genau entweder Momo oder Nina. Mal gucken. Geben wir es erstmal Momo. Weil Nina hat es ja schon. Hehe. Na, na, dann. Ja, jetzt geht's zum Leuchtturm. Oh ja, da gehen wir jetzt einmal hin. Wartet bitte! Nur Gildenmitglieder dürfen hier passieren. Ein Abzeichen? Oh, ihr seid Angehörige der Gilde. Na gut, aber der Leuchtturm ist voller Monster. Seid vorsichtig. Ganz ehrlich, das ist mir relativ wumpe, dass hier Monster drin sind, denn wir haben ja alles, was wir brauchen. Ich kann ja hier eigentlich gar kein Camp machen. No. So, Liste, Leuchtturm. 8 Schiffe werden von diesem Leuchtturm aus gelotst. Das machen wir auch. Natürlich versuchen wir wieder, alle Truhen zu erhaschen. Muss dann natürlich nochmal gucken, wo hier was war. Ach, verdammt. Es gibt übrigens offenbar einen Trick, wie man hier die Kämpfe vermeiden kann. Und zwar, indem man relativ nah immer am Rand läuft. Ich weiß aber nicht, ob man dazu auch normal schnell oder rennen darf, also normal schnell laufen sollte oder halt rennen müsste oder kann. Könnte man mal hier ausprobieren. Warum ist das denn jetzt hier? Hallo, haben wir denn was für dich? Ich würde mal sagen, du verträgst sowas nicht. Dann machen wir noch nee. Wir haben mal einen Frost noch hinterher. Und Momo, du einfach so drauf. Na, war klar. Kaum macht man mal einen Schaden. Genau, also wenn man wohl hier immer an den Rändern langläuft, weg eher. Hier gibt es jetzt hier nicht. So, das Gute ist natürlich, wir haben Momo dabei. Da können wir immer...
die ganzen Kisten abschießen hier, oder Truhen, besser gesagt, oder na, Fässer. Der Kind ist. Ja, okay, es klappt doch nicht immer. Darf man wahrscheinlich wirklich nicht rennen an die Wand. Sehr schön. Na dann. Gucken wir mal, ob der Typhoon ein bisschen mehr bringt. War klar, schon wieder auf Nina. Pedata! Potata! Kartoffel! Jo, iPhone reicht aus. Ja, viele Erfahrungspunkte gibt das hier aber nicht, oder? Bam! Yay, wir kriegen das Geld. So, mal gucken. Bringt's da was, wenn wir hier lang gehen? Nichts. Okay, da drüben haben wir eine Truhe. Und da gibt es auch noch eine Truhe. So, da. Drei Truhen sogar, okay. Also wir müssen definitiv da rechts lang, wenn ich mich recht entsinne. So, mal gucken, wie der Zyklon abzieht mit Frost zusammen. Okay, also windempfindlich sind sie und hat auf jeden Fall 40 Lebenspunkte mindestens. Ledermaus, wobei wir hatten ja gerade 43 in Schaden gemacht. So, wir könnten. Achso, ich könnte hier rumgehen natürlich. Ja, bringt mir aber auch gerade nichts, oder? So, hier gibt's nichts. Hier kommen auch eine Menge Monster, oder? Geister! Autschen! Hey, 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 kein Schlaf, kein Schlaf, kein Schlaf. Wen erwischt es? Wen erwischt es? Natürlich, Nina. Sechs. Wie machen wir weiter? Scheiß drauf. Na gut, Nina wird futsch sein. Mhm, Adler. Hab ich denn mit Ryu eigentlich schon zum Wiederbeleben? Tote erwecken. Hammer. Geht mir jetzt natürlich wirklich gerade so gegen den Strich. Bitte nicht auf Nina. Natürlich auf Nina. Oh, mit Mut. Schreibt mich noch nicht ab. Lernt lesen und schreiben. Mhm. War so klar. Nochmal Mut. Los, Nina. Gut. Eine tote Prinzessin halt. Naja gut, gab's mal weniger Erfahrungspunkte für sie. Übrigens habe ich das mit den Tonproblemen immer noch nicht hinbekommen. Ich verstehe halt einfach nicht warum. Ich habe auch schon mal Grafiktreiber probiert zu aktualisieren, in der Hoffnung, dass das daran lag. Aber irgendwie... scheint dem nicht der Fall zu sein. Ja, natürlich. Komm schon. Ach, die Bomber. Oh, echt, ich kann nicht mal fliehen. Geht doch.
Gurdele. Hier hinten geht's nicht lang. Genau, hier wären wir, also wenn wir Momo nicht gehabt hätten, hätten wir hier halt zerschießen müssen. Also nicht zerschießen können, so rum, nicht müssen. Das bin ich überlegen, die Farm, glaube ich, empfindlich gegen Donner. Aber bitte nicht wieder einschläfern. Also, einschlafen lassen. Einschläfern klingt immer so fies. Natürlich, der den Hauptschaden macht, hält. Sehr schön, immer weiter auf euch. Nicht doch auf meine Leutchen. Sehr schön, Ryu ist wieder wach. Ja, wieder auf die eigenen. Ja. Nee, doch nicht. Fein, fein. Trio ist das, glaube ich, ne? Hey, komm schon. Das Problem ist, das macht mich, glaube ich, aber auch ziemlich langsam. Und so lange auch nicht. Ist ja jetzt egal. Den Agilitätspunkt kann ich auch noch verkraften. So, hier hinten geht's nicht lang, also müssen wir hier lang. Ich hasse diese Angriffslust von den Gegnern, meine Fresse. Ach ja, ich brauche das Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. Hier gibt's nichts, okay. Hier nichts. Hallo. Fliehen oder angreifen? Na gut, eh noch angreifen könnten wir ja auch machen. Drew ist eh zu langsam. So, liegt hier was? Nee, hier liegt nichts. Okay. Halt. Ach, nichts. So. Da hinten haben wir was. Das ist doch. Ein Schwalbenauge. Brauche ich. Momo ist jetzt schneller als Rü. Der bin ich auch klar arschig. Naja.
So, hier ging es nicht weiter. Hier liegt nichts. Wartet. Auch nichts, gut. Eigentlich noch irgendwo eine Kiste oben? Dachte. Echt jetzt, Ich glaube, das Ding hätte Ryo lernen können, den Luftangriff. Naja. So, Momo hat wieder mal keine Magiepunkte. Aber hey, wir haben es endlich in den Leuchtturm geschafft. Arbeiter am Leuchtturm lest über. Grüß den Heizkessel, das Hauptventil, Schaltventil, verschiedenes und das Lesen abbrechen. So, ich weiß auf jeden Fall, wir müssten hier lang. Oh Gott, jetzt bin ich am Überlegen, ob unten oder oben. Hier ging's lang. Ich glaube, wir mussten. Ja, genau, hier. Erst einmal die Truhe aufsammeln. Zyklone. Ein Gegner weniger. Könntest du mal Nina in Ruhe lassen, bitte? Danke. Sieben ist circa ein Sechstel, würde ich fast sagen. Also 30 in etwa müsste die Fledermaus haben. Fast ein Level gestiegen. Halt, war fast dran, Mensch. Tinte. Müssen wir mal gucken. Gibt's nichts? Einmal was aktivieren. Ha, und da geht's auch weiter. Dass wir doch treffen. Ich glaube es ja fast nicht. Das war ja mal was ganz Neues. Wir haben getroffen. Wurfattacke. Wurfattacke. Bin ich gerade am Überlegen. Was war denn die Wurfattacke für einen Angriff? So, na gut. Hauptventil öffnen. Erstens warte, bis sich die Kurve des Druckanzeigers stabilisiert hat. Zweitens zieh den Hebel, wenn der Druck den höchsten Punkt in der Mitte der Anzeige erreicht hat. Drittens, der Heizkessel geht aus, wenn der Druck zu klein oder nicht stabil ist. Lege dann ein neues Stück Erz ein und beginne von vorn. Ja, wir müssen nämlich hier Grüß einlegen. Sieht aus, als ob hier das Erz reinkommt. Möchtest du etwas Erz einlegen? Ja. Und ich glaube, sie hat auch wirklich das Feuergrüß reingelegt. Genau, das Eis haben wir ja zum Glück ausgerüstet. Hehehehe. Das heißt, wir müssen es aber auch jetzt beim ersten Versuch hinbekommen. Sonst sind wir ein bisschen am Arsch. Denn hier nicht Vitamin, Heilmittel, Heilkräuter.
Das ist der Schalter für das Hauptventil. Nein, das war falsch, scheiße. Ups. Der Heizkessel ist aus. Nochmal bitte. Ah, jetzt brauche ich doch wieder Boost, scheiße. Brauche ich mir lieber dafür, dass ich noch das andere da habe. So. Ah, wie bin ich denn jetzt dann da rangekommen? Fuck. Ich glaube, ich muss jetzt hier unten lang, rechts. Oh, ein Gespenst. Mhm, klar, ich treffe mich. Entmutigung. Hey, habe ich dadurch jetzt gerade Magiepunkte verloren? Klar habe ich dadurch Magiepunkte verloren. Was ist das für ein Scheiß? Ah, die Wurfattacke gegen alle Ziele. Oh yeah. Also dreimal beim Grüß warten. So, hier lang und hier raus, glaube ich. Ja. Feuergrüß. Nochmal und das dritte. Andernfalls müsste ich ja wieder zurück in die Stadt und welches kaufen. Ich hoffe mal nicht, dass es dazu kommen wird. Schutz gegen Schlaf. Todesattacke, glaube ich, wird jetzt hier eher nicht kommen, aber Schlaf wahrscheinlich des Öfteren. Und zack. Jetzt ehrlich, ich werde mal hier rüber nach vorne packen, wieder. Nö, Hauptmann. Ja, komm schon. Ja, bitte. Ja, komm. Zack. Sehr fein. Das Hauptventil ist offen. Und Gegner. Mhm, war klar. Gespenst? Nein. Angriff oder nicht? Ja, komm. Hätte er nicht Schlaf machen können, der Arsch. So, wir müssen nach oben. Ich glaube, ich muss auch da lang den Hebel machen. Nur das hinten rum.
Bin mir aber da auch nicht sicher. Bitte keinen Ruck, bitte keinen Ruck, bitte keinen Ruck. Schlaf kann er machen, Ruhe kann eh nicht mehr einpennen. Oh Gott, wie ging das jetzt hier weiter? Wo ging es denn hier hinten? Also konnte ich hier was einsammeln? Ne, hier nicht. Also doch oben lang. Genau. Ich glaube, jetzt musste der Weg hier noch oben offen sein. So, dass wir da oben weiterkommen. Und auch, wenn ich mich recht entsinne, jetzt noch den nächsten Boss erledigen müssen. Suchen wir mal unser Glück. Oh. Okay, der hat also um die 28. Aber dass ich jetzt hier AP-Punkte verliere, ist zum Kotzen. Wie schön, Magiepunkte. Verwirrt? Oh, ja. Richtig gesehen hab. Oh ja. Der nächste Gegner. Hier ist etwas. Was ist das? Da oben ist etwas Seltsames. Vor allem da oben. Ja, fast. Was ist es? Es sieht wie etwas Lebendiges aus, aber es rührt sich nicht. Hm. Nun, was immer es ist. Es sieht nicht gefährlich aus, oder? Aktuell nicht. Also gehen wir weiter. Denn es geht nämlich hier auch wirklich nur weiter, sobald wir den Ofen richtig nach oben angeschmissen haben für den Leuchtturm. Es lebt. Das ist seltsam, etwas stimmt nicht. So. Der Geyser. Ich weiß gerade gar nicht, ob hier was gebracht hätte, hier nochmal das blind machen beim Auge. Auf jeden Fall Donner. Hat das Ding denn was? Aber zeigt feindliche Datei, Ausbruch des Kampfes, Braten, Verwirren bringt nichts. Oh, Erdbeben hatten wir, genau. Nee, doch, Verwirren hatten wir gelernt. So, dann werden wir mal besteigen. Donner und ich glaube, Verbesserung brauchen wir. Könnten wir zwei Runden locker durchhalten. Hä? 41 nur. Oh Gott, was ist denn jetzt hier für Grafik? Sitzt schon wieder los. Scheiß die Wand an. Oh, jetzt geht's wieder. Bisschen einigermaßen. Na gut. Ist halt eigentlich das Problem, wenn man mit einem Emulator spielt. Na, was soll's. Hundert nur? Alter, ich hätte jetzt eigentlich besser gedacht, dass ich da ein bisschen mehr abziehe.
Hätte ich wahrscheinlich irgendwie schwächen müssen vorher. Ja. Und nicht der Augenlaser. Das hat er gerade noch so überlebt. Eigentlich viel zu viel. Naja, gut. Übrigens, glaube ich, auch mal gesehen, dass man hier, wenn man. Ich glaube, ich bin schon wieder dran vorbei. Mit dem Superkombo von Ryu arbeitet, auch ziemlich gute Chancen hat, das Vieh platt zu machen. Oh Gott. Hypnotisieren. Auf Momo, okay. Ich stelle beim Emulator wirklich noch um, dass hier nichts gerendert wird. Das bleibt dann halt einfach beim verpixelten. Da habe ich wenigstens hier diese Grafik-Glitches nicht. Das geht mir echt auf den Kekse. Komm, ausweichen, ausweichen. Überleben. Versuch mal den Typhoon gegen das dumme Vieh. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Ich schon mit Momo nicht angreifen. 41, ey, hätte ich auch die Wurfattacke lassen können. Sehr fein. Hey, wir haben ihn besiegt. Woohoo. Ein wahrhaft großer Sieg. 1000 Zenny. Können wir gebrauchen, damit wir wieder Ausrüstung kaufen können. Fällt gerade ein, kann ich nicht nochmal Sicherheitshalber? Fähigkeit. Wo sollte er klarkommen? Übrigens, da können wir eh endlich mal wieder die Munition reindrücken. Hey, die Spitze vom Leuchtturm endlich erreicht. Und wie ihr da hinten seht, es gibt hier wieder ein Drachengrüß. Nee, ganz ehrlich, Katapiken, nein. Ja, von mir aus kannst du den Mutigen machen hoch 10, aber ich kann da noch fliehen. Aber gegen 3 komme ich derzeit nicht an.
Komm schon, fliehen. Lasst mich fliehen. Sehr schön. Ryo hört die Stimme der Brut, die im Kries eingeschlossen ist. Das Eldritch-Gen. Was auch immer das macht. Und wir schalten mal den Leuchtturm an. Mit diesem Schalter kann die Lampe eingeschaltet werden. Eine Fee. Schalte den Leuchtturm nicht an. Ich sagte, schalte ihn ab. So, jetzt hast du den Schalter kaputt gemacht. Oh, was sollen wir denn jetzt tun? Woher soll ich das denn wissen? Nach dem ganzen Ärger, ey, zu überreden, ihn zu bewachen, können wir ihn jetzt nicht abschalten. Hasse dich! Fohlköpfe, es ist nur eure Schuld. Ihr macht das besser wieder gut. Ihr nehmt dies. Fehlt dir dem erhalten. Oh ja, da kommen wir jetzt endlich zu dem Punkt, was mir Breath of Fire 3 und 4 zu meinen Lieblingsspielen aus der Reihe eigentlich gemacht hat, nämlich dann das Feendorf. Ja. Wenn ihr das beim Blumenkreisen draußen auf dem Lande einsetzt, könnt ihr in unsere Welt kommen. Hm? Ihr werdet großen Ärger haben, wenn ihr das nicht tut, klar? Oh ja, das müssen wir nämlich auch jetzt machen. Kommen wir auch gar nicht drum herum. Haben wir was falsch gemacht? Nö, habt ihr nicht. So, das heißt jetzt aber, wir müssen den ganzen Weg leider wieder zurück. Dadurch, dass wir aber hier schon ordentlich wieder mal was auf die Nase gekriegt haben, bleibt es nicht anderes übrig. Und dementsprechend gehen wir jetzt zurück. Ja, Freunde, sobald wir natürlich dann draußen angekommen sind, würde ich auch sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Breath of Fire 3. Wir werden jetzt einfach nur, wie gesagt, den ganzen Weg aus dem Leuchtturm raus. Macht eigentlich Sinn. Wir könnten hier nochmal versuchen, ein paar Erfahrungspunkte noch einzusammeln. Viel dürfen wir eh nicht kriegen. Ja, und dann geht's in der nächsten Folge auch weiter mit dem Besuch im Feendorf. Und da werden wir auch herausbekommen, warum wir hier den Leuchtturm nicht anschalten durften. Weil es bisher einen Grund haben, warum sie ausgerechnet das so wollten. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Und von daher sage ich, jetzt so auf jeden Fall schon mal ciao ciao. Ich werde nicht mehr quatschen. Sobald wir dann draußen angekommen sind, werde ich schlafen. In der nächsten Folge dann soweit nochmal ein, zwei Einkäufe tätigen. Claymore könnte ich eigentlich nochmal irgendwann kaufen. Ich aber derzeit eigentlich nicht. Ja, komm schon. Ist halt wirklich doof, dass wir den ganzen Weg wieder so zurückgehen müssen. Wie wir kommen, dass es hier nicht irgendwie sowas wie ein Fluchtseil gibt. Naja. Was soll's. Komm schon. Mann, das dauert wieder. Yay. Ganzen Weg wieder zurück. Halt echt doof, dass es hier keine Abkürzung gibt, dass man hier irgendwie zack und sagt, ich springe hier runter, aber gut.
Ist halt so. Oh, ich hasse es. Schon lange nicht mehr gesehen, Benino. Did it.